Ja, hallo ihr Lieben, Christian Hemschemeier hier, Paartherapeut, Beziehungscoach in Hamburg, nächstes Mal in Berlin und so weiter. Meistens online tätig auf liebeschiff.de. Schaut mal gerne mein neues Buch an. Neue Dimension der Liebe über den, das ist immer so schwer das zu beschreiben, über den Bewusstseinsweg raus aus toxischen Beziehungen in 5D-Liebe. Und ja, ich habe mal wieder draus gelesen, offensichtlich bei den Lesungen, und ich denke immer, krass, wo kommt das denn her? Manchmal schreibt man ja Sachen, dann setzt sich hin und schreibt los, weiß nicht, ob ihr das kennt manchmal, und denkt sich hinterher, wo kommt das denn jetzt her? Ist das aus meinem Kopf oder ist das irgendwie gechannelt vom Universum? Ich weiß es nicht. Krass. Aber gut, wir haben mal wieder eine Frage. Wenn du willst, kannst du auch solche Fragen stellen über ein Formular auf liebeschiff.de. Hallo Christian, nach einer toxischen Beziehung, die 3 Jahre ging, bin ich nun eine gewisse Zeit schon dran, an meiner Persönlichkeit zu arbeiten und meine Fehler, in Anführungsstrichen, soweit es geht, auszubügeln. Durch das neue Bewusstsein, was ich nun erlernt habe, also darum geht es auch viel in meinem Buch, ne, erscheint mir kein Mensch mehr interessant genug, um mit ihm in eine Beziehung zu gehen, weil ich jetzt auch eine große Skepsis habe, was mit uns allgemein gesprochen nach 100 Tagen passiert. Ja, also das ist halt dieser Wegabschnitt, sage ich jetzt mal, wo man ein bisschen zweifelt an der Menschheit und sagt, boah, scheiße, was ist da eigentlich passiert irgendwie, wie kann das sein? Und ich mache das mal noch ein bisschen dunkler hier, so. Ja, wie kann das sein irgendwie, dass ich da so reingerasselt bin, was ist da passiert irgendwie? Und ja, ich will mich schützen, will mich schützen, will mich schützen, will mich schützen. Und das ist auch total in Ordnung, nur das ist eben nur ein Wegabschnitt, ne? Es ist eben dieser Wegabschnitt, wo man sagt, okay, das will mir jetzt nicht wieder passieren, und dann fängt man an, Mauern anzubauen, und dann kommt man in die Bindungsangst rein, und dann muss man das wieder angehen, so dass es immer noch in diesem ganzen, was soll man das sagen, in diesem ganzen toxischen Schamott, in dem man sich bewegt, es ist ein Schritt weiter, weil du sagst, okay, hier sind meine Standards und Dealbreaker. Und wer schon mal Modul 4 gemacht hat, der kennt ja diesen Unterschied. Da gibt es ja verschiedene Modi auch in der Bindungsangst. Und ist man in Gefahr, in diese co-abhängige Bindungsangst reinzugeraten, dass man sagt, nee, ich habe jetzt hier mal eine ganz kleine Grenzen, aber ich lasse niemand mehr an mich ran. Und offensichtlich auch nicht der Punkt, wo man unbedingt stehen bleiben will, sag ich mal. Aber okay, das ist jetzt, wo du stehst, und jetzt geht es einen Schritt weiter, wieder zu, mit deinen Standards und Dealbreakern wieder auf Menschen zuzugehen und dann aber auch auf einem neuen Date Menschen wieder eine Chance zu geben. Das wäre jetzt der nächste Schritt, ne? Und klar, wenn man so bewusst dann Schritte macht, erscheint dann vieles auf der Welt einfach nur krass, sinnlos, irre. Ja, aber da gibt es auch weitere Schritte, wo man dann auch irgendwie da mit dem Lachen drauf guckt und denkt, ja, das ist eben dieser menschliche Irrsinn hier, den wir wahrscheinlich erleben wollten. Und ja, da immer noch vielleicht ein bisschen Distanz hat, aber es ist liebevolle Distanz, so, ne, sag ich mal. Ich bin Anfang 30 und tendiere eher dazu, mein Leben nun allein leben zu wollen. Nee, komm, mit Anfang 30 doch nicht. Und später hoffentlich auch nicht. Und natürlich kannst du mal eine Zeit lang alleine sein und ist ja auch cool, ein nice, geiles Leben etablieren, aber ja, man neigt immer zu diesen Extremen, ne? Also es geht immer darum, ein bisschen in die Mitte zu kommen, ne? Und auch den Kontakt zu Freunden zu reduzieren, da ich nun viele Muster bei ihnen erkenne und mich ein wenig deprimiert. Gut, da habe ich ja x Videos drüber gemacht, dass der Kontakt mit Freunden sich häufig schwierig gestaltet, weil man einfach nicht mehr auf einer Wellenlänge ist, ne? Das ist genau der Bewusstseinsweg. Manchmal fuckt einen das noch ein bisschen ab, weil man hätte gern so dieses mit dem Strom schwimmen und trotzdem sich daraus entwickeln, aber es geht halt nicht, ne? Der Weg zum Gipfel ist nicht überfüllt gerade, ne? Aber kommt vielleicht noch. Der Fork fällt und fällt. Ist es möglich, dass man sich in dieser Entwicklungsphase manchmal jeden Tag fragt, was will ich eigentlich? Ja, absolut. Und da kann ich dir nur Modul 2 mal empfehlen oder Nice, geiles Leben, das Modul. Weil das kannst du ja nur für dich rausfinden, so, ne? Das ist überhaupt wichtig. Was willst du eigentlich, ne? Natürlich auch in Beziehungen, das ist auch ein Teil der Entwicklung,
dass man feststellt, dass man vielleicht gar nicht das in Beziehungen will, was man mal dachte, was man wollte. Dass man vielleicht immer gar nicht so abhängige Beziehungen führen, ne? Und vielleicht ist es einfach einem gar nicht gemäß, ne, der eigenen Seele. Schon spannende Fragen, ne? Wer soll noch in meinem Umfeld sein? Ja, das musst du herausfinden, aber ja, kann das ja vorsichtig angehen. Man muss ja auch nicht jeden so rausschubsen, ne? Und geh einfach weiter, ne? Das ist, Engländer sagen immer, move on, move on, move on, ne? Also gerade in dieser Liebessucht-Community weitergehen, weitergehen. Klar, wird sich ergeben, ne? Und da werden auch wieder neue Leute kommen, ne? Wie lerne ich Menschen kennen, die mich besser ergänzen? Ja, das ist eine Frage, die stellen ganz viele. Ja, vielleicht hast du ja auch Lust, mal unter in jedem Video von mir steht ja ein Discord-Link. Vielleicht hast du mal Lust, da hinzugehen. Ich habe auch gelesen in meiner Facebook-Gruppe, die nennt sich Liebeship Excalibur. Da haben sich neulich Leute nach, wie heißt das, Postleitzahlgruppen irgendwie sortiert, die sich treffen wollen. Vielleicht kommst du da mal rein, ne? Mit der ganzen Arbeit und Entwicklung sieht man auch, dass jeder Mensch ein Paket mit sich rumträgt. Den passenden Partner zu finden bedeutet momentan für mich, dass ich jemanden finde, der nicht allzu große Probleme mit sich herumträgt und wo der Kompromiss nicht allzu groß ist. Das ist schon eine sehr gesunde Sichtweise. Und dann kommt die Frage, wofür? Wenn es mir alleine ganz gut geht. Ja, das beschreiben auch ganz viele, dass sie sich eigentlich alleine so wohlfühlen. Aber wenn du dich so wohlfühlen würdest, würdest du ja gar nicht drüber nachdenken. Ja, also offensichtlich, klar, musst du jetzt gucken, ist das ein wirklicher Wunsch, in Beziehungen zu sein, oder ist es wie so eine alte Gewohnheit, ne? Wenn es mir alleine ganz okay geht, ändert sich das nochmal, oder ist es nun für mich so, dass ich, je mehr ich über mich und andere erfahre, desto mehr gehe ich in den Rückzug? Ja, das kann schon eine Phase sein, auch eine längere, so erfahrungsgemäß, vielleicht auch nicht, aber auch das ist der nächste Schritt, wo man dann dran arbeiten darf, ne? Vielleicht, ja. Ich nenne jetzt heute mal ein paar mehr Kurse, guckst du mal in Bindungsangstkurse rein, aber ich würde schon wieder aktiv auf Menschen zugehen und da sich da nicht so einigeln und keiner passt zu mir und geht gar nichts. Das sind auch nicht so optimale Glaubenssätze, aber für eine Zeit lang ist es mal okay, finde ich. Ne? Ändert sich das noch? Ja, würde mich selber da freuen, wenn du das vorliest. Ja, hiermit getan. Macht die fucking Kurse, Leute. Guckt nicht nur die Videos. Und ja, ich werde versuchen, nach dem Sommer auch nochmal eine Lesereise zu machen. Das war wirklich so cool. Wenn ihr irgendwelche, so Jazzclubs haben sich bewährt, wenn ihr irgendwelche Jazzclubs kennt in eurer Stadt oder was der Art, was so unkompliziert, wo es Kontakte gibt und so, schreibt uns gern. Aber das reicht nicht zu sagen, ja, in unserer Stadt ist ein Jazzclub und man kennt da niemand. Erfahrungsgemäß ist alles unfucking fassbar kompliziert dann. Ja, in diesem Sinne, wir sehen uns bald.